Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Life in the Woods. Ich muss noch meine Uhr starten, sehe ich gerade. So, wir sind wieder zu Hause. Das finde ich sehr schön. Dann können wir uns hier endlich mal ein bisschen mehr drum kümmern. Ich hatte einen Einfall. Ja, manchmal habe ich einfach so Einfälle. Eigentlich wollte ich da hinten ja so einen Wasserfall machen und eine Höhle. Mache ich vielleicht auch trotzdem, aber ich habe noch einen Einfall. Ich wollte da auch reinbauen. Und wenn wir uns jetzt an... Ja, man sieht es von hier gar nicht. Na doch, ein bisschen. Da ist ja die Tür. Da, wo immer noch irgendwie auch eine Lücke ist in den Brettern. Warum auch immer, weiß ich gar nicht. Jedenfalls, da kommen wir ja durch die Tür raus. Man könnte tatsächlich hier einen Gang nach hinten in den Berg machen und da einfach eine große Lagerhalle einrichten. Und das habe ich auch vor, das will ich machen. Wir können das auch schon im Let's Play theoretisch anfangen. Ich habe nur Angst mit dem Abbauen dann wahrscheinlich. Wird ein bisschen lange dauern. Das werde ich euch vielleicht dann doch eher sparen und das dann selbst Durchlauf machen und dann einfach einen Cut setzen, damit ihr euch das nicht antun müsst. Ich muss mal hier gucken, ob hier wieder was reif ist. So langsam müssen wir auch anfangen, größere Felder zu setzen, weil wir haben ja ein bisschen Zeug, was wir einpflanzen können. Okay, mehr ist tatsächlich nicht. Nur wieder ein paar Süßkartoffeln und Gürkchen. Die nehmen wir jetzt mal so mit. Ja, jedenfalls würde ich das gerne machen und ich würde auch schon mal einen Anfang setzen, bevor ich es vergesse. Was mir auch nicht gefällt, dass hier das ganze Holz so gleich aussieht. Da kümmern wir uns auch noch irgendwie drum. Und eigentlich... ja... Hier müsste es eigentlich auch weitergehen, damit wir hier oben drüber vielleicht durchsetzen können. Ach, da ist schon wieder das doofe Java-Update. So. Zurück bitte. Ja, hier müssten wir eigentlich einmal rumbauen. Aber das können wir ja immer noch machen. Sonst ergibt das ja auch eigentlich nicht so viel Sinn, dass man hier überhaupt rum kann, wenn hier oben einfach Cut ist. Gut, aber da können wir uns jetzt mal drum kümmern. Pinewood Slabs brauchen wir. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt noch... Hallo. ob wir noch Holz haben. Pinewood. Wo haben wir es denn? Das hier ist Pinewood und das ist nicht viel. Also wir können ja noch ein bisschen verarbeiten. 44 ist jetzt nicht die Welt. Ja gut, die sind auch fast leer. Wir brauchen aber sowieso... Ich habe Slabs genommen, oder? Das sind Slabs. Dann würde ich das auch so weiter machen. Das ist irgendwie... Weiß ich gar nicht. Lassen wir das so? Obwohl doch, das geht. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Ich dachte erst hier, die Erhöhung finde ich nicht so cool. Aber es geht. Gut, dann will ich jetzt aufs Dach. Oh, verdammt. Zuvor will ich gerne mal gucken... Also eigentlich ist mir so, als hätten wir sogar noch irgendwo Slabs gehabt. Hier haben wir einen kleinen Haufen. Nicht viel, aber kann man mit benutzen. So, haben wir noch ein bisschen mehr. Oh, das sollte reichen. 64 noch was. Also, wenn das jetzt nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. So, jetzt muss ich mal überlegen. Wir können natürlich auch direkt hier eine Tür setzen zwischen den Schränken. Und, ach, das ist auch furchtbar hier. Haben wir da nichts mehr? Carpenter-Barriere. Moment. Hier war doch irgendwas. Normaler Fans. Gut, das ist blöd. Aber können wir da nicht mal eben... Das stört mich so extrem, dass ich hier doch gerne mal was machen würde. Ja, immer nach unten rein ist jetzt auch blöde. Moment. Da mache ich mal eben was. Was habe ich jetzt gemacht? Upsa. Das war jetzt nicht so geplant. Irgendwas lief hier gerade falsch. Moment, das machen wir ganz anders. Da wir jetzt hier eh eine Baustelle haben, das da unten ist ja unser temporäres Ding. Ich würde jetzt hier mal eben eine setzen für unsere Baustelle, die ich da reinhauen will. Oh, jetzt muss ich mal überlegen. Moment. Wir brauchen auf jeden Fall die Carpenter-Blöcke, die wir hier noch haben, auch wenn es nicht viele sind. Die Tür habe ich jetzt eher aus Versehen zugemacht. nicht, dass ihr euch jetzt wundert. Warum? So, Stickies. Und dann muss ich mal kurz gucken. Ich vergesse das jedes Mal, wie das mit dem blöden Zaun war. Wahrscheinlich so. Gut. Mehr können wir nicht machen. Dann auf jeden Fall hier einmal zu. Ich muss mal gucken, wie sah das hier aus. Hier sind auch einfach freie Stellen, warum auch immer.
Obwohl ich hier fast noch überlege, es breiter zu machen. Ach nee, hier war das Problem, ja. Hier geht es nicht weit genug. Das können wir direkt mal machen. Bis hier. Sollte stimmen, oder? Oder ist es hier auch noch? Moment. Nee, das ist hier auch noch, ne? Ach du Scheiße, das ist echt breit. Aber doch, stimmt so. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir hier einmal durch. Da brauchen wir doch ganz schön viele. Ich hatte gehofft, wir wären hier gar nicht so viele los. Naja, gut. Aber da ich es gleichmäßig haben möchte, müssen wir das jetzt mal opfern. Das sollte stimmen. So, und hier einmal zurück. So. Ach, jetzt wird schon wieder dunkel. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich irgendwas draußen mache, wird es einfach nur dunkel. Furchtbar. Ich würde auch gerne mal im Hellen hier alles sehen. Aber gut. Ist leider uns nicht vergönnt. Wir haben es auch gleich. Oh, das hat jetzt echt viel gebraucht. Und unsere paar Fensterdinger hier reichen natürlich jetzt bei weitem nicht. Das ist lächerlich gerade. Ja. Gut. Na gut. Hier ist jetzt auch der Baum. Daran habe ich auch nicht gedacht. Das ist aber nicht so schlimm. Dann bauen wir halt doch nicht ganz rum. Dann ist hier jetzt Schluss. Warum ist das eigentlich nicht ein Stack? So. Und jetzt müssen wir mal gucken. Hier machen wir uns auch noch eine schöne Veranda. Das wird ganz hübsch. Ja, und hier könnten wir jetzt direkt einfach... Das, glaube ich, ist auch ganz cool. Oh, nee. Ach, nee, wir haben ihn doch eingesammelt. Oh, je. Ich dachte, er ist uns runter ins Gebüsch gesprungen. So, der eine bringt es jetzt auf jeden Fall. Moment, wo will ich hin? Wir müssen hier auch noch ein bisschen was laternenmäßig machen. Haben wir unseren Schlüssel dabei? Ja, haben wir. Perfekt. Dann würde ich sagen, sitzen, die haben wir, glaube ich, unten. Denke ich jetzt mal. Genau auf den Ecken. Ja, oder? Ja. Dann machen wir das hier oben auch mal eben. Oh, kriechen wollte ich nicht. Ja. Es tut mir leid, falls ich immer noch ein bisschen hier ins Mikro schniefe. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet, aber ich wollte unbedingt Folgen für euch aufnehmen. Damit ihr nicht so lange warten müsst. Ich würde vielleicht sogar... hier so... hier noch eine draufsetzen. Da haben wir genau die Terrasse einmal eingerahmt. So. Die machen wir vielleicht sowieso anders. Also bei der Terrasse habe ich irgendwie Lust, mir was Schöneres einfallen zu lassen noch. Wenn wir da auch Möbel hinstellen. Irgendwas muss da Schönes hin. Oh, scheiße. Autsch. Das hat jetzt keiner gesehen. Ich habe aus Versehen die Shift-Taste losgelassen. Na, na, na. Hat gar keiner gemerkt, oder? Ich setze einfach einen Cut und fange genau da wieder an. Dann setze die Musik wieder zurück, dann merkt das gar keiner, dass ich da jetzt runtergefallen bin. So. Und schon sind wir wieder oben. Ach nee! Ach, das gibt's doch jetzt nicht. Okay. Ja. Es ist nicht so einfach, umzubauen. Nein, das war einfach nur pure Dummheit, gerade die falsche Taste zu drücken. Schon wieder. Ja. Und jetzt stelle ich mich mal etwas klüger an und sitze einfach direkt daran. Warum habe ich das eigentlich nicht gleich gemacht? Weil dann sowas passiert natürlich. Okay, das war auch nicht geplant. So, jetzt. Das ist auch manchmal komisch, dass das manchmal runtersetzt, manchmal hoch. Naja. Dann müssen wir aber hier auch noch eine Linie machen, sonst haben wir kein Geländer. Ja, wir haben auch kein Geländer. Wir brauchen Holz. Wir haben aber kein Holz. Gut, das ist schlecht. Wir haben Leitern, ja. Achso, hier die Schienen müssen wir auch noch, warte mal. Die Schienen müssen wir nicht mit uns rumtragen. Hä, warum haben wir welche im Rucksack gehabt und welche hier schon einsortiert? Das ist komisch. Aber egal. Ja. Daraus können wir jetzt nicht so viel machen. Aus dem bisschen Akazienholz hier. Wir haben auch... Achso, ja gut, wir haben auch nur ein Holzding, sehe ich gerade. Könnte aber sogar reichen. Ach, jetzt habe ich schon wieder falsch gemacht. So. Hä? Achso. Okay, das reicht sogar. Haben wir sogar ein bisschen Glück. Ach, den Schüssel können wir zurücksetzen.
So, ach, hier waren auch noch 6 so eine Dinger. Oh, na gut. Die brauchen wir gleich, glaube ich, auch nochmal für den Weg kennzeichnen. So, dann haben wir hier einmal rüber. Ja, theoretisch wäre... Weiß ich nicht. Wir können ja auch rumbauen. Ich mache erstmal dicht, damit wir hier nicht aus Versehen wieder runterfallen. Aber wir können hier auch noch mal einmal rumbauen. Dann muss der Baum da halt entweder weichen oder... Es ist eine, nee, einer Breite geht nicht. Aber wir machen da die Blätter ab. Gucken wir mal. Jetzt erstmal ist was anderes wichtig. Wo setze ich dann die Fackeln mal? Hier am Ende, würde ich sagen. Wenn es hier so hinkommt, ja. Oder doch lieber hier. Oh. Ach, das gibt's doch nicht. Setz die doch mal dahin, wo ich sie haben will. Wir können sie auch direkt an Anfang machen, aber ich glaube, das sieht blöd aus. Nee, das sieht echt doof aus. Und jetzt habe ich natürlich noch 2 gesetzt. So, ich weiß nicht, ob wir jetzt welche verloren haben. Könnte sein, ist mir auch egal. So, und jetzt müssen wir uns hier nur reingraben und den Eingang dann natürlich auch noch ein bisschen hübsch gestalten. Aber wie gesagt, ich glaube, das tue ich euch jetzt nicht so an. Ich muss mir das sowieso mal angucken. Ich will ja eigentlich da oben hin. Oh, das ist doch weiter als gedacht von hier. Also da unten hätte ich nämlich gerne, dass das Wasser ist. Hier, bei dem Baum. Da würde ich hier einmal zubauen, da kommt hier der Wasserfall runter. Okay, das ist da hinten. Vielleicht machen wir das erstmal, damit ich weiß, wo was ist. Ich glaube, das wäre eine bessere Idee. Erstmal, ich mache hier nur kurz den Eingang einmal. Ach ja, brauche ich auch Holz. Ja, überall braucht man Holz. Okay, lassen wir es mal, weil ich will hier halt den Eingang so ein bisschen Holzoptik machen und nicht nur einfach irgendwie. Hier brauchen wir auch noch eine kleine, so eine Platte da. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Hier sowas, so ein Pressure Plate. Und was ich gerade mal, können wir einmal schlafen gehen. Ach scheiße. Ich sehe gerade, unser Haus hat noch nicht mal ein Dach. Daran habe ich auch noch gar nicht gedacht. Das Dach, oh, ich fange hier 100 Baustellen an. Wir können rausgucken oben, auch schön, aber so soll es natürlich nicht bleiben. Schön, dass ich es jetzt gerade sehe, durch Schlafen gehen, dass wir kein Dach haben. Das ist natürlich witzig. Naja, gut. Erstmal will ich den Schrott hier irgendwie loswerden. So. Wo ist das? Haben wir. Und Hane Dirt brauchen wir auch nicht. Wir haben normale Erde, ja. Das lasse ich im Beutel. Das könnten wir nämlich noch irgendwann vielleicht gebrauchen. Machen wir es mal so. So, das heißt, wir brauchen Bäumchen. Ansonsten kriegen wir hier nichts gerissen. Kurz mal würde ich gerne den Apfel da auch pflücken. Der ist reif und da können wir uns ja wunderbaren Apfeljuice draus machen. Schön Apfelsaft. Mhm. Was ist eigentlich hier? Ach, das sind auch Äpfel. Stimmt, da haben wir den anderen Apfelbaum gepflanzt, aber das wird eine Weile dauern. Wir können auch mal kurz auf dem Feld gucken, aber ich denke, da hat sich jetzt nichts getan. Lieber mal die Hacke wegnehmen. Ne. Oder das hier? Ne, auch nicht. Ne, hat sich gar nichts getan. Wieder zu. Oh, wir verhungern auch langsam, sehe ich. Sweet Potato, daraus konnten wir noch gar nichts machen. Die können wir erstmal essen. So, haben wir einmal aufgefuttert. Moment, jetzt muss ich überlegen. Wir brauchen Pinewood. Dann würde ich die Bäumchen hier erstmal nehmen. Gut, dass wir hier ein paar hingepflanzt haben. Und wir brauchen Erde. So. Das wäre eine gute Höhenmusik. Die muss ich unbedingt in die Playlist machen eigentlich. Ja, Zelda-Kampfmusik gerade. Gerade. Mein Gehirn kommt gerade nicht hinterher. Aber die Musik ist auch übelst ablenken gerade irgendwie. Also man vergisst tatsächlich bei dieser Musik, was man machen wollte. Weil sie so extrem laut ist. Aber für Kampf in den Minen finde ich das ganz gut. Das müsste man auch noch anschalten können, sobald man irgendwie in einem Battle ist, dass dann erst die Kampfmusik erklingt und ansonsten die normale Musik. Ich weiß gar nicht, ob man das machen kann durch irgendwelche Mods. Es gibt ja diese... Es gibt ja ein paar Mods, wo man einstellen kann, wenn ich in dem und dem Biom bin, glaube ich. Dass man dann bestimmte Musik hat. Glaube ich. Also ich glaube, ich habe mal sowas gehört. Aber ja, das haben wir jetzt leider nicht. Das ist ein bisschen ärgerlich, dass die Bäume so hoch sind. Da macht man immer 3 Stunden mit der Erde. Aber gut, wir kriegen auch viel Holz.
Ach so, und dann wollte ich mich ja eigentlich um den Wasserfall kümmern. Ja, das war eigentlich gerade das Ziel. Egal, Holz brauchen wir auch. Das brauchen wir dann direkt als nächstes. Deswegen nehmen wir die mal mit. Vielleicht können wir sogar, vielleicht kriegen wir Saplings und können gleich neue Bäume pflanzen. Oh, das war ein zu viel. So, wo ist der andere Baum gewesen? Hier. Ja, da haben wir schon einen neuen Sapling. Das ist gut. Den können wir hier direkt wieder hinpflanzen. Da ist noch einer. Perfekt. So, da haben wir auf jeden Fall schon mal zwei. Da kommt der dritte. Kriegen wir auf jeden Fall mehr Bäume raus, als wir vorher hatten. Das ist super. So, wie sieht es hier aus? Da war auch noch ein bisschen Holz drin, was ich jetzt nicht mitgeschleppt habe. Das sollten wir noch abwarten. Das sieht gut aus. Wir haben einiges bekommen. Na, obwohl, so viel brauchen wir nicht. So, ein paar will ich nämlich noch lassen, weil wir die ja noch durchaus für unsere Dekoration an der Veranda gebrauchen können. Ich finde das aber eigentlich ganz cool da gerade so. Na gut, das Dach fehlt halt noch, ne? Aber das kommt ja noch. Ich weiß gar nicht, ob wir die Veranda über Dach dann machen oder nicht. Wie wir überhaupt das Dach ansetzen, ist die Frage noch. Ich mag eigentlich Spitzdächer, also von Flachdach bin ich gar kein Freund. Obwohl es natürlich einfacher ist. Aber eigentlich hätte ich doch gern so ein spitz zulaufendes Dach. Am liebsten tatsächlich mit den flachen, mit diesen schrägen Carpenter-Blöcken. Ich weiß noch nicht, wie aufwendig das wird. Wahrscheinlich sehr. Deswegen müssen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. So, hat sich das hier jetzt langsam? So viel ist da nicht mehr. Ich denke, wir können abziehen. Ein paar haben wir eingepflanzt. Ich verstehe gar nicht, was hier gerade mit diesem einen Block los ist. Das scheint irgendwie buggy zu sein gerade. Und hier sind voll viele so eine kleine Pflanzen nachgewachsen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob die vorher schon alle so da waren. Finde ich aber ganz gut. Der Baum hier neben dem Haus finde ich auch gut. Würde ich auch so lassen. So, dann gucken wir jetzt erstmal, haben wir da einen Wassereimer dabei? Ein. Das ist nicht so viel. Mehr hatten wir aber auch nicht. Will ich mir erstmal das hier unten angucken. Wir müssen ja auch irgendwie gucken, dass das Wasser sich da so verteilt, wie wir es haben wollen. Aber eigentlich, das ist hier ziemlich höhenmäßig schon angelegt. Das kann... Das kommt nicht weit. Ja, ich glaube, das ist ganz gut. Da müssen wir nichts machen. Wir müssen jetzt nur irgendwie da hochkommen. Gucken wir mal, wie wir da hochkommen. Und dann haben wir unseren Wasserfall am Haus. Das finde ich sehr hübsch. Muss ich zugeben, man muss ja ein bisschen auf die Umgebung achten für den Marktwert. Sonst zieht da ja keiner ein. Ach du Scheiße, das höher jetzt gedacht. Ich weiß gar nicht, so hoch setzen wir den Wasserfall, glaube ich, nicht an. Da ist es. An dem Vorsprung müssten wir. Oder wirklich ganz oben. Ja, ist jetzt die Frage. Ganz oben oder an der Mitte? Das wäre jetzt so irgendwie hier. Ja, hier wäre das jetzt, die Höhle. Wir müssen hier, glaube ich, ein paar Wasserfälle, also ein paar Eimer setzen, sonst wird das nichts. Hier. Ja, oder wir gehen ganz nach oben, aber ich glaube, das ist... Nee, wir tun so, würde ich sagen, als würde der Wasserfall hier irgendwie entspringen. Wir können ja hier irgendwie so ein Loch machen oder so, wo es so aussieht, als würde es rauskommen. Ich muss mal gucken. Den hier vielleicht noch. Oh, jetzt habe ich das Blümchen kaputt gemacht. So, dann. Ja, der hat sich jetzt nicht wirklich verteilt. Wenn ich den da setze, ist ein bisschen mehr. Wir gucken erstmal, ob es überhaupt stimmt. Oh Gott! Nein! Oh Gott, fast gestorben! Ich glaube, wir sind auch viel zu weit rüber gegangen. Das ist, glaube ich, falsch. Ja, es ist tatsächlich zu weit rechts. Oh Gott. Mann, habe ich mich da gerade erschrocken. Oh, ich habe uns gerade sterben sehen. Aber richtig. Ja, das ist falsch. Es sieht ganz hübsch aus hier auch, aber es muss noch viel weiter links sein. Ja, das ist zu weit. Das ist viel zu weit. Das überflutet uns hier gerade einfach alles. Moment. So war das natürlich nicht gedacht. Das sieht doof aus. Oh Gott. Okay, also das ist nicht das, was ich wollte. Es muss... Ja doch, aber eigentlich die ganze Wand. Also eigentlich ist schon richtig teilweise. Aber nicht ganz so weit. Na gut, hier ist jetzt nichts weiter kaputt gegangen. Soll ich hier lieber so ein
Haarnet hätte. So. Also eigentlich eher da. Aber eigentlich auch die ganze Wand. Oh je. Das wird, glaube ich, ein ganz lustiges Unterfangen und mit einem Wassereimer, glaube ich, nicht wirklich zu schaffen. Wir müssen halt jetzt jedes Mal zu dem kleinen Ding da rennen. Oh je. Ich glaube, den mache ich dann doch in Selbstarbeit. Weil das könnt ihr euch ja gar nicht mit angucken. Aber ich glaube, das wird ganz cool. Doch, der ist eigentlich doch richtig. Wenn ich mir das jetzt von hier angucke, man müsste es sich von dem Balkon aus angucken. Ah doch, das ist schon richtig da. Das muss halt nur einfach... Aber weiter dürfen wir auch nicht rübergehen, sonst haben wir da die Höhle. Aber es ist okay. Jetzt noch ein bisschen nach links. Ich mache das jetzt doch mal schnell. Ich gehe mal hier... Oh, da haben wir gerade einen Zeppling bekommen. Moment. Den setzen wir unterwegs gleich mal irgendwo. Steht im Weg hier. Dann haben wir jetzt eigentlich eine gute Markierung da, weil weiter dürfen wir nicht gehen. Dann wissen wir, okay, bis dahin dürfen wir Eimer setzen. Ich setze mal noch ein paar jetzt einfach. Ich glaube, das wird echt cool. Vielleicht setzen wir jetzt den ganz links und dann können wir gucken, dann brauchen wir nur noch dazwischen gehen und dann ist gut. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wo der ganz links wäre. Wir können uns ja langsam rantasten. Wir müssen natürlich wieder aufpassen hier. Oh Gott, ich habe Angst. Okay, so sieht's aus. Also hier müsste auf jeden Fall. Und hier ist unser schon vorgemachter. Ich würde sagen, wir gehen immer weiter. Wir setzen jetzt hier den nächsten. Das hat sich jetzt sogar irgendwie verbunden. Ich weiß gar nicht, ob das dann nötig ist. Wir können natürlich auch gleich hier setzen. So. Ja, haben wir gleich größer. Das ist ein bisschen doof da. Kann man sich jetzt hier nicht einfach... Nee, kann man einfach nicht. Komisch. Also man kann wirklich nur die Dinger nehmen, wo man gesetzt hat. Man kann sich jetzt nicht einfach was in der Mitte wieder rausgreifen. So, diesmal passe ich auf. Jetzt weiß ich, dass hier ein Loch ist. Da fahre ich nicht wieder rein. Oh. Nee, einmal wollte ich jetzt nicht graben. Der kleine Sprung hat ihm jetzt nicht geschadet, hoffe ich. Ich muss weniger rennen. Ich verbrauche zu viel Zeug. Okay, ich glaube, das wird ein ganz langes Unterfangen. Also würde ich sagen, wir sehen uns dann gleich wieder. Ich setze hier tatsächlich einen Cut und wir sehen uns wieder, wenn der Wasserfall fertig ist. Also bis dann. So, und da wären wir wieder. Ja, der Wasserfall sieht schon mal ganz hübsch aus. Schon mal so ein bisschen, wie ich es wollte. Also wir haben jetzt so eine schöne Wasserfallwand in unserem Haus. Und wenn man mal guckt, das muss ich, glaube ich, noch ein bisschen verschönern. Irgendwie noch realistischer, dass das hier nicht überschwappt. Vielleicht eine Steinwand oder so. Also eine kleine, ja, wie so um so einen Brunnen, so eine kleine Steinmauer. Hier muss ich auch noch ein bisschen mit dem Wasser, dass das eher wie ein, ja, sich da nicht so verläuft. Aber ansonsten sieht das schon mal ganz cool aus. Ich zeige euch das mal eben von oben, am besten auch im Hellen. Und wir müssen mal was futtern. Aber ich denke, auch von hier sieht man es halt auch schön. Ich denke, das ist echt cool. Also mir gefällt es jedenfalls. Und ja, erstmal was essen. Das bringt echt ein bisschen mehr, die Dinger. Wir haben ja noch einen Apfel. Wir könnten da mal eben... Wie war denn das? Da brauchte man hier irgend so eine komische Pfanne und Karamell. So. Kann man das hier einfach so machen oder muss ich da extra an die Maschine? Einen Stick brauchte man, glaube ich, auch. Dann brauchte man... Ah, so. So, haben wir gleich noch ein Äpfelchen. Dann brauchte man die Pfanne gar nicht. Das war noch einen davon. Und dann gehen wir mal hoch und gucken uns das an. Wird es gerade Tag? Schön. Dann zeige ich euch das mal. Ich hoffe, man sieht das von hier einigermaßen. Da. So, da haben wir jetzt den Wasserfall. Ich glaube, ich gehe auch noch ein Stück nach rechts. Nicht zu viel. Aber ich denke, das ist ganz cool. Dann haben wir das hier so am Haus angrenzend. Mit einer kleinen Mauer noch. Und hier will ich jetzt gerne das kennzeichnen. Ich glaube, da nehme ich aber noch anderes Holz. Das gefällt mir nicht so mit dem hellen Holz. Dann nehmen wir dann, glaube ich, eher noch das Akazienwood. Aber ich lasse erstmal, damit ich weiß, was ich hier machen wollte. Ja, und dann wird sich hier reingebaut. Dann machen wir da ein großes, schönes Lager. Mit allem möglichen Zeugs. Und können hier gleich rüberbauen. Vielleicht sogar irgendwie, dass wir da runterkommen. Direkt in unser Bergwerk, dass man da eine Leiter runter macht oder so. Dann kann man hier alles ausbauen, wie wir lustig sind. Und wie weit es
uns lässt. Weil in dem Berg kann natürlich auch noch irgendwelche Minenhöhlen, keine Ahnung was drin sein. Also Höhlen. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Aber ich glaube, das ist ganz cool. Bringen wir hier irgendwie noch ein Schild an, dass man sieht, da ist Bergwerk. Kann man ja auch noch machen mit Bildern. Ich denke, dass es, ja, wie ich schon sagte, einfach cool wird. Und dann denke ich jetzt aber, müssen wir auch mal die Folge beenden. Sind jetzt circa bei 25 Minuten, je nachdem, wo ich die Cuts gesetzt habe. Also könnte man jetzt schon guten Cut, ja, Schluss machen mit der Folge. Ich will mal auch kurz, ich habe hier irgendwie jetzt komisches Gezuppel eingesammelt. Das können wir mal eben wegpacken. Ach ja, und zwischendurch war ich einmal kurz ernten. Ja gut, wenn man das Ernten nennen will. Man sieht ne, zwei Karotten. Immer einmal Karotten, damit können wir uns Tiere anlocken und hier ein bisschen Zucker. Wir brauchen noch einen neuen Karamell. Wie ging denn das nochmal jetzt? Habe ich den hier gemacht? Nee. Wie ging der Karamell dann? Karamell. Honig? Oder Zucker in der Pfanne, okay. Na, da können wir uns dann noch eben was reinmachen. Achso, Moment. Erstmal so. Haben wir schon mal für die nächsten Äpfel wieder ein bisschen Karamell im Regal. Ich mache mal nur ein bisschen, weil bevor uns hier die Zutaten ausgehen. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der neuen, in der nächsten Folge. Da machen wir dann, was machen wir dann? Vielleicht den Wasserfall fertig, das Ausbauen, Dach. Vielleicht erstmal ein Dach und natürlich auch irgendwann mal die Felder hier. Ja, also viel zu tun. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn wir das alles machen. Den können wir dann vielleicht auch schon ernten, hier den Rhabarber. Also bis dann.